Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 57, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses. Sie gestatten, dass ich auf den Text verzichte. Drucksache 19/6777 zu Drucksache 19/6726. Berichterstatter ist Abgeordneter Decker. Ich glaube, wir können auch auf die Berichterstattung verzichten. Vielen Dank trotzdem für die Bereitschaft, Kollege Decker. Und ich habe eine Wortmeldung dazu. Das ist die Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die 80 Hektar Ackerböden in Neu-Eichenberg, die das Land Hessen verkaufen will, haben zwischen 70 und 85 Bodenpunkte. Sie zählen damit zu den besten Ackerböden, die es in Deutschland gibt. Und der Hessische Landtag macht den Weg frei dafür, diese Flächen zuzubetonieren. Wir finden das skandalös. Wir brauchen in Hessen auch Logistikzentren. Auf fruchtbaren Ackerböden jedoch gehört das verboten. Wir fordern von der Hessischen Landesregierung ein Moratorium, das den Verkauf guter Ackerflächen stoppt, in Nordhessen wie in der Wetterau. Dieser Sommer sollte doch allen gezeigt haben, dass wir in Zukunft auf jeden Hektar guten Bodens angewiesen sein werden, um in Zeiten des Klimawandels die Menschen in unserem Land ernähren zu können. Beste Ackerböden zu versiegeln, verstößt gegen die Nachhaltigkeitsstrategie vom Land und Bund, konterkariert das Projekt Ökomodellregion Nordhessen, verstößt in eklatanter Weise gegen die Pflicht der Daseinsvorsorge des Landes, ist klimaschädlich und im hohen Maße verantwortungslos. Erschütternd ist die Ignoranz und die Geschwindigkeit, mit der CDU, Grüne, SPD und FDP versuchen, diesen Verkauf durch den Landtag zu peitschen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne abzuwarten, ob der Bebauungsplan geendet wird und gegen die Petition. Die Legende besagt, weil vorherige Landesregierungen einem Verkaufsansinnen zugestimmt hätten, könne man jetzt nicht mehr zurück. Die Vermarktung der Äcker wird federführend von der Hessischen Landgesellschaft HLG vorangetrieben. Seit fast 5 Jahren stellen die GRÜNEN die entscheidenden Minister und sind im Aufsichtsrat der HLG mit den Staatssekretären Samson und Tapesa vertreten. Die Staatsaufsicht über die HLG hat der hessische Wirtschafts- und Verkehrsminister. 2015 hat die Umweltministerin die Ökolandbaumodellregion Nordhessen eingerichtet. Dazu gehört auch Neu-Eichenberg. Da wollen die GRÜNEN nicht gemerkt haben, dass die HLG einen neuen Anlauf zur Vermarktung der Ackerböden gestartet hat. Nachdem das Projekt in 2009 floppte, hätten die GRÜNEN doch vielfältige Möglichkeiten gehabt, der Gemeinde eine nachhaltige, umweltverträgliche Entwicklung alternativ zum Logistikzentrum zu ermöglichen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, im Rahmen der Ökomodellregion. Warum ist das nicht passiert? Und damit hätten Sie auch aus Ihrer Zusage zu verkaufen wieder rauskommen können, wenn Sie alternative Angebote gemacht hätten, ohne dabei vertragsbrüchig zu werden. 2017 haben die Gemeindevertreter von SPD und CDU unter den Augen der grünen Aufsichtsratmitglieder und Minister mit der HLG einen sogenannten Bodenbevorratungsvertrag abgeschlossen. Warum sind sie nicht eingeschritten? Die Ministerin sei gegen den Verkauf und bedauere die Entscheidung genauso wie Kollege Kaufmann im Haushaltsausschuss. Bedauern, dagegen sein und dann dem Verkauf zustimmen. Für wie dumm halten Sie eigentlich die Menschen vor Ort? Immerhin erklärten die GRÜNEN, dass das Ziel der Regierung sei, die Versiegelung auf 2,5 Hektar pro Tag zu reduzieren. Wir versiegeln jeden Tag 3 Hektar Ackerboden, und bis 2030 zu einer Netto-Null-Versiegelung zu kommen. Aber um den Koalitionsfrieden zu erhalten, kümmern sich darum am besten gar nicht mehr. Und damit werden dann die besten Böden zubetoniert. Ihnen ist die Harmonie in Ihrer Koalition bis zum letzten Tag offensichtlich wichtiger, als Ihre eigenen politischen Inhalte umzusetzen. Hier hätten Sie 80 Hektar retten können.
Und kommen wir noch einmal zur Rolle der Hessischen Landgesellschaft. Dass die HLG einer Gemeinde wie Neu-Eichenberg mit einem Jahreshaushalt von ca. 3 Millionen Euro Entwicklungskosten von etwa 1 Million Euro anhängt, falls das Logistikzentrum nicht zustande kommt, ist nicht akzeptabel. Es ist nicht die Aufgabe einer Gesellschaft, die zu 61% dem Land gehört, Kommunen in derart desaströse Geschäfte ohne Ausstiegsoption zu verwickeln. Unter einer staatlichen Treuhandstelle für ländliche Bodenordnung stellen wir als LINKE uns etwas anderes vor. Es wäre die Aufgabe der HLG, guten Ackerboden zu bewahren und nicht zu verscherbeln. Und es stellt sich die Frage, wer überhaupt von diesem Geschäft profitiert. Die Neu-Eichenberger wahrscheinlich nicht. Wer finanziell profitiert, ist die HLG, die für 2017 einen Rekordgewinn von knapp 7 Millionen Euro vermeldete. Hauptgewinner ist der Käufer, die Dietz AG. Der Bebauungsplan wird zum Nachteil der Menschen vor Ort auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Wenn der Bebauungsplan nicht nach den Vorstellungen geändert wird. Kollegin Schott, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Na ja, dann bleibt noch, dass man an der Stelle sagen muss, wir fordern die Landesregierung auf, zu prüfen, was hier eigentlich tatsächlich geschieht. Und wir fordern eine namentliche Abstimmung, damit man nicht hier vor Ort etwas anderes sagt als dort. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Quanz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass man in dieser Situation etwas nicht tun darf, dann war das der Beitrag von Frau Schott. Die Situation ist vor Ort so emotionalisiert, ist politisch und menschlich so aufgeheizt, dann war Ihr Beitrag da ein schlechter Beitrag, um zu versachlichen. Und darum geht es, eine sachliche Diskussion zu führen. Und deshalb gilt es auszuloten, kann man Chancen entwickeln, kann man Chancen nutzen, oder sage ich gleich am Anfang, die Chance will ich gar nicht nutzen. Und ich bekenne mich dazu, der Haushaltsausschuss hat einen weißen Beschluss gefasst. Ich bin dankbar dafür, dass auch die GRÜNEN an dieser Stelle mitgestimmt haben. Er ist richtungsweisend für mich, weil er eine Chance einer ganzen Region gibt, sich wirtschaftlich zu entwickeln, die bisher als strukturschwach gilt. Das ist nicht nur der Werra-Meißner-Kreis, das ist nicht nur Reichenberg. Das betrifft Westthüringen genauso wie Südniedersachsen. Und hier liegt eine Chance, im besten Falle oder nicht im besten Falle, sondern wie durchaus prophezeit und mitgeteilt und geplant, dass bis zu 2.000 Arbeitsplätze entstehen können. Das hat da mehrere positive Effekte. Menschen, die jetzt pendeln, woanders hin, können vor Ort Arbeit finden. Ich denke an die Menge der Menschen, die auch bei uns in Hartz IV sind, Sozialhilfe empfangen und anderes mehr, die eine Chance haben werden, ja, weil es natürlich da auch um Arbeitsplätze geht, die nicht hochqualifiziert sind. Aber die gibt es auch. Insgesamt werden dort natürlich auch Arbeitsplätze entstehen mit anspruchsvollen Profilen. Was nicht sein sollte und wo man, meine ich jedenfalls, gemeinsam dafür eintreten müsste, ist, dass nicht zieht, wer am lautesten schreit, hat Recht, oder umgekehrt oder ergänzt, dass demokratische und rechtsstaatliche Entscheidungen nicht durch fundamentalistische Positionen ausgehebelt werden. Ja, da geht es um eine Abwägung. Das ist so. Es gibt Belastung. Das streitet niemand. Da werden Verkehre sich potenzieren. Da wird es mehr Lärm geben und vieles mehr. Aber in der Abwägung, was können wir auf der Habenseite verbuchen, entscheide ich mich für die Chance, die mit dieser Entwicklung gegeben ist. Ein Spielen auf Zeit, wie das ja anklingt und auch vorgesehen ist von den Gegnern, ein Spielen auf Zeit soll dazu führen, den Investor quasi weich zu machen, dass er zurückzieht. Ich bin dafür,
dass wir faire Bedingungen schaffen, dass wir auch in der weiteren Entwicklung optimieren können. Das ist auch vorgesehen. Was Lärmschutz angeht, ein Öffnen eines Baches, der bisher durch Kanäle fließt, und, durch Wälle, durch Begrünung und vieles mehr. Da wird alles getan werden, um tatsächlich diese Beschränkung, diese Einschränkung, diese Belastung auch zu minimieren. Lassen Sie mich eines sagen, Frau Schott, aber vielleicht passt es ja doch irgendwo wieder ins Profil. Sie bekennen sich immer wieder und treten hier auf als die Vertreter, Vertreterinnen der Arbeitnehmerschaft. Fragen Sie doch einmal bitte nach in der Arbeitnehmerschaft im Werder-Meißner-Kreis, in Südniedersachsen, in Westthüringen, ob die sagt, nein, irgendwelche Ökofundamente gehen vor und unser Arbeitsplatz ist uns nachrangig. Ich sage, diese Position haben Sie an dieser Stelle vertan und verspielt. Chancen für die Zukunft, Chancen für die Jugend. Demografischer Bericht ist noch gar nicht so lange her im Landtag. Was sagt der demografische Bericht für die Entwicklung in dieser Region? Da tun wir alles, um zu verhindern, dass die Landflucht der Jugend weitergeht, dass Schule in Neu-Eichenberg geschlossen wird, dass der Kindergarten in Neu-Eichenberg geschlossen wird. Hier liegt eine Chance auch für junge Familien, tatsächlich eben sich anzusiedeln, einen Arbeitsplatz vor Ort zu finden, um auf diese Art und Weise der ganzen Region auch ein neues Profil zu geben. Kaufkraft in der Region entwickeln, Kaufkraft in der Region verbleiben lassen. Meine Damen und Herren, die Steuerkraft für die Kommune, etwa ein, ich muss nachgucken, um es genau zu machen, 500.000 Einnahmen allein aus der Grundsteuer B pro Jahr. Das ist ein Sechstel des gesamten Haushalts. Das ist mehr als alle Grundstückseigentümer in Neu-Eichenberg Jahr für Jahr bezahlen. Das heißt, der kommunale Haushalt wird neue Chancen eröffnen für Familien, für Angebote im sozialen Bereich und vieles mehr. Und deshalb lassen Sie mich abschließen. Ich finde noch einmal, wenn eine solche Chance sich ergibt, dann muss man zugreifen und nutzen mit allen Möglichkeiten der Verbesserung, was natürlich auch Nachteile auf der anderen Seite angeht. Aber diese Chance nicht zu nutzen und liegen zu lassen, ist für mich ein Versagen vor der Zukunft, ist für mich eine Chance, die für die Jugend nicht genutzt wurde. Meine Damen und Herren, das wird jetzt nicht lange werden, es wird auch nicht zu Tränen kommen. Aber mir ist trotzdem ein Bedürfnis, Frau Präsidentin, wenn Sie gestatten, für eine Minute, da es meine letzte Rede sein wird, diese eine Minute, die letzte Minute meiner Reden im Landtag für eine persönliche, wie das der Walter Arnold auch gemacht hat, Erklärung zu nutzen. Das Ende der Mitgliedschaft im Landtag ist spürbar nah, ist in Sichtweite. Ich habe ganz viele Gründe, Danke zu sagen für den meist respektvollen Umgang miteinander, für das Vertrauen meiner Partei und meiner Fraktion, mir besondere Funktionen anzuvertrauen. Es würde mich freuen, wenn es mir gelungen ist, nicht nur eigene, klare parteipolitische Positionen zu markieren, sondern auch Brücken zu bauen. Und letztlich, und das wünsche ich Ihnen allen genauso wie mir, dass die regionale Geschichtsschreibung im Fazit irgendwann feststellen darf, wir haben Gutes für die Menschen in Hessen bewirkt. Alles Gute für Sie, privat und politisch. Danke. Lieber Lothar, nun liegt es noch an mir, im Namen des Hauses Dank zu sagen für die langjährige Zusammenarbeit. Du warst immer mit Herz und Blut Bildungspolitiker, heute zum Schluss zu einem anderen Thema geredet, als bildungspolitischer Sprecher und als Vorsitzender des Ausschusses für Kulturpolitik bist du deinen Themen immer treu geblieben. Ich denke, viele Kollegen und Kolleginnen in diesem Hause werden dich vermissen. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Nächster Redner ist Kollege Landau für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Lothar, sollte ich dem nächsten Landtag angehören, ich kann dir jetzt schon versichern, ich werde dich vermissen. Zum Thema. Liebe Linken, Sie sind ja kraftvoll im Haushaltsausschuss aufgetreten. Sie machen heute Ihre Spielchen, wo Sie auf Zeit spielen, wo Sie sagen, wir müssen uns irgendwann hier mal befassen, am besten in einer der kommenden Sitzungen des Landtages, wohlwissend, dass dann der Investor weg ist. Sie machen jetzt eine namentliche Abstimmung. Ich sage Ihnen ganz klar, Ihnen geht es gar nicht um die Sache. Ich habe den Eindruck, der Investor, die Dietz AG, die passt in Ihr Feindbild, und den wollen Sie vorführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, worüber unterhalten wir uns? Wir unterhalten uns hier über einen Vorgang, der 2002 begonnen hat. Im Werra-Meißner-Kreis hatten wir damals eine Arbeitslosenquote von nahezu 11%. Und es war der Wunsch der Gemeinde, des Landkreises, der Region, dieses Areal, über das wir uns hier heute unterhalten, zu entwickeln. Man bat die Landesregierung um Hilfe. Und in der Zeit seit 2002 hat sich das Regionalmanagement, der Kreis, die Gemeinde, die Wirtschaftsförderung, der Landrat, der Regierungspräsident, Sie alle haben sich damit befasst, und alle politischen und sonstigen Ebenen haben Beschlüsse in der Sache gefasst. Und ich glaube, dann ist es, wenn man das sozusagen sich mal vor Augen führt, heute der falsche Weg zu sagen, jetzt stellen wir das Stoppschild auf, weil wir vielleicht die eine oder andere Frage der LINKEN zu beantworten haben. Ich sage Ihnen ganz genau, es ist auch heute noch der Wunsch, dort das zu entwickeln. Der Kollege Quanz hat das hier völlig zutreffend vorgetragen. Und es ist heute mit der Dietz AG sogar etwas anders, als wir es schon einmal hatten. Wir hatten 2004 einen Interessenten, einen Investor, der kam dann aus Irland und wollte dort etwas machen. Es gab auch den einen oder anderen danach, der Interesse hat, die aber alle wieder weggegangen sind, die das Fördergefälle von Hessen nach Thüringen dann irgendwie für sich erkannt haben und dann nach Thüringen gegangen sind. Und wir haben jetzt eine Möglichkeit, eine Chance, dieses Areal tatsächlich zu entwickeln. Ja, es ist richtig, wir unterhalten uns heute nicht mehr über 11% Arbeitslosigkeit im Werra-Meißner-Kreis. Sie hat sich schlicht halbiert und ist vielleicht sogar noch etwas niedriger. Aber wir haben gleichwohl bei uns im Landkreis große Herausforderungen, was unsere Struktur, was unsere wirtschaftliche Struktur angeht. Insofern ist es schon eine Chance, was dort stattfindet. Ich will an der Stelle auch ganz klar sagen, ich habe Gespräche auch mit denjenigen geführt, die sich gegen die Entwicklung dieses Geländes als Logistikzentrum ausgesprochen haben. Ich habe deren Argumente, deren Sorgen durchaus aufgenommen. An der einen oder anderen Stelle muss ich dann auch sagen, ja, es wird zu mehr Belastung geben. Kollege Quanz hat sie alle aufgeführt. Aber da habe ich dann einen Appell auch, und das ist auch dann vom Verfahren her das Richtige, einen Appell an die Gemeinde, die aktuell eine Änderung des dort betroffenen Bebauungsplanes vorantreibt, diese Sorgen und Ängste der Bürger, was Verkehre, Emissionen usw. angeht, aufzunehmen und entsprechend in textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes zu überführen. Ich glaube, dann kann am Ende ein gutes Bild zustande kommen, was eben auch die Befürchtung eines Teils der Bevölkerung, insbesondere von dem betroffenen Ortsteil von Neu-Eichenberg, nämlich Hebenshausen, dann auch aufgenommen hat. Ich möchte zum Schluss vielleicht noch Folgendes sagen. Es gibt sicherlich jetzt viele Emotionen, die dort vor Ort aufgetreten sind. Und Frau Schott, ich will es auch noch einmal sagen. Ihr Agieren,
Ihre Äußerungen, auch die Ihrer Partei, waren sicherlich an keiner Stelle hilfreich, die Emotionen auch irgendwo wirklich ehrlich aufzunehmen und Ihnen auch eine ehrliche Antwort zu geben. Ich glaube, Ihnen ging es um etwas ganz anderes. Den Lothar Quanz und mir und vielen anderen geht es darum, dass dort etwas wirtschaftlich Gutes entsteht. Wir werden das weiterhin begleiten, eben auch mit dem Auftrag auch an uns, dass wir zu einer Minimierung der zu erwartenden Belastung, die, wie gesagt, keiner wegreden will, kommen werden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Kaufmann, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Meine Vorrednerin und die beiden Vorredner haben Aspekte dieses Themas beleuchtet, die für uns nicht die entscheidungsrelevanten sind. Das sage ich ganz offen, weil die planerische Entscheidung darüber, was in Neu-Eichenberg geschieht, trifft nicht das Land Hessen. Für uns ist die Antwort, die wir geben werden, ein Ausdruck dafür, dass wir sicherstellen wollen, dass das Land Hessen für in getroffene Vereinbarungen auch eintritt und sich nicht und sich soweit verlässlich verhält. Ganz kurz will ich darstellen, was geschehen ist an einigen Stichworten. 2003 bereits haben die Gemeindevertreter Neu-Eichenberg das Logistikzentrum beschlossen. 2004 gab es einen Bürgerentscheid, der mehrheitlich für dieses Logistikzentrums ausgegangen ist. Dann wurde ein Abweichungsverfahren zum Regionalplan Nordhessen durchgeführt, und im Jahre 2005 endete das mit der Abweichung. Danach gab es Bürgerversammlungen vor Ort und diverse Debatten mit dem Ergebnis, dass im Jahre 2009 von der Gemeinde der Flächennutzungsplan geändert wurde und entsprechend ein Bebauungsplan bestand. Und aktuell ist in der Tat, das ist gesagt worden, wird der Bebauungsplan jetzt ein Stück weit verändert, worüber die einen sagen, er wird besser, die anderen sagen, er wird nicht besser. Das ist dann wieder betrachtungsweise. Aber alles dieses, und das möchte ich betonen, ist für uns in der kommunalen Selbstverwaltung. Und die kommunale Planungshoheit ist ein hohes Gut. Und deswegen haben wir, ich würde so weit gehen, zu sagen, nicht das Recht, aus anderen Argumenten einzugreifen. Wir sind hier nicht der Retter der Enterbten. Denn, verehrte Kollegin Schott, das muss ich Ihnen leider erklären, es gibt einen Unterschied zwischen Rechtsstaat und Willkür. Das werden Sie offensichtlich nie verstehen wollen. Die Entscheidung, was dort geschieht, haben die Zuständigen getroffen. Wir bedauern diese Entscheidung. Ich komme noch darauf. Und es wurden auf dieser Basis Vereinbarungen getroffen. Diese Vereinbarung hat das Land verbindlich zugesagt. Und damit steht das hier heute zur Debatte, diese Vereinbarung auch zu erfüllen. Und ich nenne es Willkür, wenn man der Meinung ist, man müsse, nur weil man mittlerweile der Meinung ist oder vielleicht auch schon immer war, sich im demokratischen Prozess aber mehrfach nicht hat durchsetzen können, auf allen Stufen nicht, dann zu sagen, jetzt müssen wir sozusagen einen, der aus anderen Gründen dafür mit zuständig ist, jetzt darum bitten, dass er die Acker in dem Fall rettet. Ja, Acker wäre das bessere Wort gewesen. Der Zweck heiligt die Mittel nicht. Wenn man der Meinung ist, das sei so, verehrte Kollegin Schott, dann hat man den Rechtsstaat verlassen. Das wollen wir nicht. Die Vorlage, über die wir zu entscheiden haben, basiert auf einer 15 Jahre zurückliegenden, auch heute noch bindenden Zusage der Hessischen Landesregierung an die Gemeinde Neu-Eichenberg für ein projektiertes Logistikzentrum. Die dafür notwendigen Grundstücke aus ihrem Domänenbesitz im Rahmen der Flurneuordnung zur Verfügung zu stellen. Aus unserer grünen Sicht ist die Errichtung eines solchen Zentrums, ich sage das auch klar, planerisch wie ökonomisch eine gravierende Fehlentscheidung und wird deshalb, wie Sie wissen, von den GRÜNEN vor Ort auch politisch bekämpft.
diese Bewertung gilt unverändert fort. Genau das verstehen Sie offensichtlich nicht. Das liegt aber an Ihnen. Wenn wir heute der Vorlage dennoch zustimmen, dann tun wir dies aus der Verantwortung einer Regierungsfraktion heraus, die rechtswirksame Beschlüsse einer Vorgängerregierung auch dann umsetzen muss, wenn sie sie inhaltlich für falsch hält. Die Verlässlichkeit verbindlicher Zusagen achten wir generell als ein unverzichtbares Element demokratischer Kultur. Ich bedanke mich. Danke, Herr Kaufmann. Wünscht die Landesregierung. Herr Schäfer, Finanzminister, spricht für die Landesregierung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur ganz kurz. Ich kann mich nahezu vollumfänglich auf das beziehen, was Kollege Kaufmann vorgetragen hat. Die Argumente zur Sinnhaftigkeit des zur Verwirklichung anstehenden Projektes sind unterschiedliche Nuancierungen ausgetauscht worden. Ich wäre dankbar gewesen, wenn der einleitende Beitrag die gleiche Differenzierung aufgebracht hätte wie die folgenden Beiträge. Denn ich glaube, an der Stelle wäre es hilfreich für alle Akteure vor Ort, zur Versachlichung beizutragen und nicht nur einen Beitrag zum Schüren weiterer Emotionen zu leisten. Zweite Bemerkung. In einem Rechtsstaat, auch darauf hat Herr Kaufmann hingewiesen, entscheidet am Ende eine Mehrheit im Respekt vor der Position der Minderheit, aber der Erwartung, dass die Minderheit auch akzeptiert, was eine Mehrheit entscheidet. Und auf der anderen Seite steht hier das Land. Vor Ort haben die gemeindlichen Gremien, ich glaube sogar in einem Bürgerentscheid, die Bürgerinnen und Bürger sich dafür ausgesprochen. So, und das Land Hessen hat eine verbindliche Erklärung abgegeben. Mit dieser verbindlichen Erklärung sind wir, wie das Wort sagt, gebunden. Und die Verlässlichkeit der Entscheidung des Landes ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass man mit dem Land auch in Zukunft Verträge eingehen kann. Und deshalb vollziehen wir heute aus Sicht der Landesregierung, indem wir Ihnen diese Vorlage unterbreitet haben, genau dieses, dass wir verlässlich an der Seite derjenigen stehen, die mit uns Verabredungen eingegangen sind. Ich bitte Sie um Zustimmung zu der Vorlage. Danke, Herr Staatsminister Schäfer. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Nein, das tue ich nicht. Ihre Vorstellungen davon, was rechtsstaatlich ist und was nicht, finde ich schon ziemlich erstaunlich. Weil es ist natürlich so, wenn man sich gebunden hat in einem Vertrag, dass man den einhalten muss. Ja, das ist richtig. Aber wenn Sie mir zugehört hätten, dann hätten Sie auch gehört in meiner Rede, dass ich Ihnen dezidiert aufgezählt habe, was in den letzten Jahren diese Landesregierung alles unterlassen hat, um diesen Punkt, den wir heute hier haben, nicht zu erreichen. Und das, obwohl sie sich selber auf die Fahnen geschrieben hat, Böden zu retten. Was diese Landesregierung alles unterlassen hat, um diese Region zu entwickeln, um nämlich die Arbeitsplätze zu schaffen, die man in dieser Region braucht, völlig unbestritten. Natürlich braucht man die, aber da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Man kann 80 Hektar besten Ackerland mit Logistikhallen zubetonieren, die erfahrungsgemäß nicht viele Arbeitsplätze bringen, dafür aber hohe Umweltbelastung, Bodenzerstörung und eine enorme Verkehrsbelastung. Oder man hätte andere Wege finden können, dort Dinge zu entwickeln, die gut wären, die die Gemeinde deutlich lieber gemacht hätte, als jetzt dieses Projekt, das in der Gemeinde für Unruhe sorgt. Und nicht wir schüren die Unruhe. Die Unruhe war längst da. Und die Unruhe ist deshalb da, weil die Menschen das in der Zwischenzeit dort deutlich anders sehen. Und alle, die, die vor Ort waren und die Versammlungen erlebt haben, die wissen, dass es eine große Debatte dort gibt und dass die Menschen diese Hallen nicht wollen.
Und das, was alles erzählt wird an Legenden, wo das liegt und wo das weit ab von dem bewohnten Gebiet, das ist alles Unsinn. Es liegt genau an der Grenze zwischen zwei Dörfern, und es betrifft die Menschen, die dort leben. Sie hätten es anders machen müssen in den gesamten letzten Jahren. Der Knoten, vor dem Sie jetzt sind, den haben Sie sich selber zuzuschreiben durch Untätigkeit, durch Ignoranz, durch Weggucken und durch Nichtentwickeln einer Region. Danke, Frau Schott. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, wir sollten einmal abschichten, Frau Schott. Wir nehmen zur Kenntnis, und es ist Ihr gutes Recht zu sagen, Sie lehnen das ab. Der Prozess, der hier heute sein Ende findet mit der wahrscheinlichen Beschlussfassung durch den Landtag, ist rechtsstaatlich einwandfrei gelaufen. Darum geht es, das habe ich als Landtagsabgeordneter zu bewerten. Da mag Ihnen das nicht passen. Es gab mehrere Verfahrensstufen. Es gab einen Bürgerentscheid in Neu-Eichenberg, der mit 2/3-Mehrheit positiv dieses Projekt auf den Weg gebracht hat. Ich finde, solche demokratischen Entscheidungen sollte man auch akzeptieren, ob sie einem persönlich passen oder nicht. Das ist kommunalpolitische Praxis mittlerweile. Ich kenne also aus meinem Wahlkreis das erste interkommunale Gewerbegebiet, das mittlere Fuldatal, vorliegend das erste in Hessen. Es gab mehrere Bürgerentscheide. Einer wurde mit 50,2% angenommen, mit knapper Mehrheit. Die CDU war damals dagegen. Mittlerweile fahren auch Minister der CDU und finden es gut, dass es dort ein Gewerbegebiet gibt und Arbeitsplätze entstanden sind. Aber das sind kommunalpolitische Dinge, wie wir es wahrscheinlich alle kennen. Das muss man als Demokrat und Demokratin auch akzeptieren. Und das müssen auch die Linken. Und da muss man natürlich, und das will ich durchaus auch noch kritisch sagen, vor Ort akzeptieren, wenn es Diskussionen über unterschiedliche Abstimmungsverhalten gibt. Das erleben Sie vor Ort, das wissen wir. Die Grünen vor Ort haben eine andere Position als hier, den Spagat etwas zu erklären. Das muss aber jede Partei dann mit sich ausmachen. Das will ich an der Stelle nur noch einmal thematisieren. Aber lokalpolitische Entscheidungen geraten, egal was man heute macht, immer mehr zu einem Diskussionspunkt und Streitpunkt. Das ist ein generelles Thema. Kriege ich Großprojekte in der Gesellschaft noch akzeptiert oder durch? Das ist die Frage, wie organisiere ich den Prozess? Und da hat Lothar Quanz völlig recht. Am Schluss ist es eine Abwägungsfrage. Sie haben das sehr dogmatisch für Sie entschieden. Das nehme ich zur Kenntnis. Es ist dezidiert nicht unsere Auffassung. Das Verfahren ist ordnungsgemäß gelaufen. Das Land vollzieht jetzt mit den Grundstücksverkäufen die Beschlüsse, die vor Ort getroffen sind. Und Ihre Behauptung, dass jetzt alle in der Region dagegen sind, dafür gibt es keine empirischen Daten. Das mag Ihre gefühlte politische Auffassung und Darlegung sein. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt unterschiedliche Positionierungen im Rahmen der Güterabwägung, Arbeitsplätze, Belastungen. Einschätzungen, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, ist das ein Projekt, das wir vor Ort unterstützen, wo es auch in der eigenen Partei natürlich kritische Meinungen gibt. Aber da muss man sich entscheiden, und man muss auch als Politiker den Mut haben, Entscheidungen dann umzusetzen und sich kritischen Diskussionen zu stellen. Nur wegtauchen, zu sagen, wie es nicht geht, ist eine Möglichkeit, die kann man machen. Wir haben uns entschieden, und deswegen werden wir diesen Beschluss mittragen. Er ist rechtsstaatlich vollständig in Ordnung. Wer etwas anderes behauptet, sagt nicht die Wahrheit. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Wir sind am Ende der Aussprache angelangt. Es wurde namentliche Abstimmung beantragt. In die treten wir jetzt ein. Und ich bitte um Aufruf. Ulrike Alex, Dr. Walter Arnold, Lena Arnold, Sabine Bechtel-Scholz, Jürgen Banzer, Dr. Ralf Norbert Bartelt, Elke Barth, Alexander Bauer, Holger Bellino, Peter Beuth. Markus Bocklet ist entschuldigt. Michael Boddenberg, entschuldigt. Volker Bouffier ist auch entschuldigt. Ulrich Kasper, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Corrado Di Benedetto, Klaus Dietz, Angela Dorn, Tobias Eckert, Sigrid Erfurt ist entschuldigt. Nancy Faeser ist entschuldigt. Gabriele Faulhaber. Nein. Martina Feldmeier. Hildegard Förster-Heldmann. Uwe Frankenberger. Ja. Dieter Franz. Ja. Jürgen Frömmrich.
Kerstin Geis, Lisa Knadl entschuldigt, Eva Goldbach, Wolfgang Greilich, Stefan Krüger, Gernot Grumbach, Stefan Grüttner, Heike Habermann, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Ursula Hamann, Karin Hartmann, Christian Heinz, Birgit Heidland, Heike Hofmann, Andreas Hofmeister, Brigitte Hofmeier, Rüdiger Hohlschul, Hartmut Honker, Norbert Kartmann, Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, Kaya Kinkel, Irmgard Klaff-Isselmann, Horst Klee, Hugo Klein, Wiebke Knell, Eva Kühne-Hörmann, Gerald Kummer, Dirk Landau, Judith Lannert, Jürgen Lenders, Angelika Löber, Frank Lorz, entschuldigt, Heinz Lotz, auch entschuldigt, Heinz Lotz, gut, dann gehen wir mal zurück nochmal, Nancy Faeser. So, Daniel May, Gerhard Merz, Markus Meissner, Klaus-Peter Müller, Karin Müller-Kassel, Regine Müller-Schwalmstadt, Stefan Müller-Heidenroth, Petra Müller-Klepper, Handan Özgüven, Mürvet Öztürk, Manfred Penz, Bodo Pfaff-Greifenhagen, Lucia Putrich entschuldigt, Lothar Quanz, Claudia Ravensburg, Clemens Reif, Michael Reul, Boris Rhein, René Rock, Ernst Ewald Roth, Günter Rudolph, Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Jan Schalauske, Hermann Schaus, Norbert Schmidt, Mariana Schott, Armin Schwarz, Uwe Serke, Michael Siebel, Dr. Daniela Sommer, Frank Steinratz, Manuela Strube, Ismail Tippi, Tobias Utter, Joachim Feilmann, Matthias Wagner ist entschuldigt, Astrid Weimann, Thorsten Warnecke, Sabine Waschke, Marius Weiß, Kurt Wiegel, Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer ist entschuldigt, Janine Wissler, Karin Wolf, Andrea Ypsilanti und Turgut Yüksel. Ist jemand im Raum, der oder die die Stimme nicht abgeben konnte bisher? Das ist nicht der Fall. Dann unterbreche ich kurz für die komplizierte Auslesung.
Meine Damen und Herren, ich teile Ihnen das Ergebnis der Abstimmung mit. Es haben 93 Abgeordnete an der Abstimmung teilgenommen. Es gab 87 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Fahrverbote verhindern, Schaden für hessische Bürger abwenden, Drucksache 19/6785. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dies Top 65, kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 36 aufgerufen werden. Das machen wir dann so.